Heute zeige ich euch, wie man dem Hund beibringt, Gegenstände zu apportieren und auch aufzuräumen. Zeigen wir euch mal die Königsdisziplin: Metall bringst, aufräumen. Super. Nimmst, sitzt, halten. Fein. Supi. Also so soll das mal irgendwann aussehen. Aber wie fängt man damit an? Ich habe ganz klassisch mit dem Welpen angefangen, mit einem Futterbeutel. Wenn ihr so einen schlauen Meierwelpen habt, der mit dem Futterbeutel durchbrennt, einfach den Welpen anleihen. Dann habe ich erstmal bei dem jungen Hund ein bisschen angeregt. Und sobald er das genommen hat, fein, super, gab es aus dem Beutel was zu essen. Super, fein. Ah, super. Das macht man bei dem jungen Hund wirklich auch nur ganz nah bei sich. Also jetzt nicht sofort werfen und hoffen, dass er wiederkommt. Das klappt nämlich in der Regel nicht. Sondern wirklich hier ganz nah bei euch. Ah, supi, fein. Super Sitz. Das ist halt so der Einstieg ins Apportieren. Das ist jetzt natürlich Schnelldurchlauf, da braucht ihr schon eine ganze Zeit für, bis sie das ordentlich bringen. Super. Mach mal einen Sitz. Bleiben. Und bring's. Super. Komm mal her. Halten. Supi. Fein. So, wenn das Apportieren wirklich gut klappt, dann schnappt ihr euch, naja, jetzt vielleicht nicht so ein ganz kleines Körbchen. Der Hund hat ja jetzt gelernt, dass er den Gegenstand in die Hand bringt. Fein, super. Schau mal, schau mal, schau mal. Supi, fein. Ihr lasst euch also auch weiter den Gegenstand in die Hand bringen. Super. Super, fein. Und nehmt einfach langsam, aber sicher, Dankeschön, die Hand immer etwas als Hilfsmittel etwas zurück. Also nochmal, ihr haltet die Hand über den Gegenstand, wo der Hund hin apportieren soll. Klick, super, fein. Und nach aufräumen. Nehmt nochmal. Aufräumen. Bringt ihr dem Hund bei, dass er es und baut auch dazu ein eigenes Kommando ein. Also wir haben ja das Kommando aufräumen und ich zeige auch noch. Super, fein. Aufräumen. Aufräumen. Nee, ist gefudelt. Schau mal. Nee, aufräumen. Ja, genau. Aufräumen. Oh, die Treffsicherheit ist gerade gezielt nach hier. Was machst du denn da? Okay. Frau Fu hat einen Klamm gefrühstückt. Ja, super. Gut, wir lassen das jetzt auch. Ihr wisst, wie es aussehen soll. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Üben. Ja, viel Spaß und ich freue mich auf Videos von euch.